Werk dürfen. Mit dieser Sitte wünscht man sich, dass traditionelle Berufe sich entwickeln und die Einheimischen ein glückliches und wohlhabendes Leben haben. Deswegen begeht jedes Handwerkdorf jährlich den Todestag von Berufsgründern. Mehr in einem Beitrag von Auf ein Gesprochen von Tuizu. Berufsgründer sind einzelne Personen oder Gruppen, die Handwerksberufe schafften oder den Einheimischen Handwerksberufe lehrten. Sie waren echte Personen in der Geschichte oder Figuren in der Sage. Es gibt in Vietnam rund 5400 Berufsdörfer, darunter etwa 2000 Handwerksdörfer. Berufsgründer können zu Hause oder in Tempel und Gemeindehäusern verehrt werden. Zahlreiche Dörfer betrachten Berufsgründer als Dorfheilige. Dazu der stellvertretende Vorsitzende des Beratungsrates für die Union der vietnamesischen Handwerksdörfer, Dr. Nguyễn Phi Khải. Handwerksdörfer und die Verehrung von Berufsgründern haben eine enge Beziehung. Nicht nur in Vietnam, sondern auch in anderen asiatischen Ländern, wie beispielsweise Japan, China und Südkorea, sind Berufsgründer verehrt worden.